So, wieder einmal guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute gibt es eine Drive-and-Gun-Spot-Tour. Das heißt, ich werde heute nicht viel laufen, sondern viel fahren, von Spot zu Spot fahren. Ich fahre bekannte Spots an, die geliefert haben, aber ich habe hier auch Spots, die habe ich mir neu rausgesucht. Ich bin hier am ersten angekommen, wahrscheinlich für euch bekannt, für mich noch unbekannt. Ich werde hier mein erstes Glück versuchen und dann geht es auch gleich schon weiter. Ich mache pro Spot 30, 40 Auswürfe und dann geht es auch schon mal direkt weiter. Dafür habe ich mir heute direkt meine Tarnklamotten angezogen, meine Seiten auf Null gemacht und dann würde ich sagen, starten wir mit Drive and Gun. Viel Spaß bei der Folge, wir starten. Also hier sieht alles top aus, beste Bedingungen. Überall wo es geil aussieht, ist viel Angeldruck. Nee, nicht wir starten, ich starte. Ich bin heute wieder allein unterwegs. Und ich sollte mir mal angewöhnen, in die Kamera zu gucken und nicht immer aufs Display. Ich hatte übrigens keinen Bock mehr auf meine Gammel-Angel-Köderkiste, deswegen habe ich mir mal ein paar Köder besorgt. Ja, das ist dann für die neue Saison. Wir starten heute klassisch mit Fire Tiger Gummifisch. Ich hab Bock. Ich muss mir immer meine Hose hochziehen, weil ich habe einfach keinen Arsch in der Hose. Ja, der Spot ist top, doch noch kein Fisch. Ich mache jetzt noch ein paar Auswürfe auf der anderen Seite und dann ziehen wir weiter. Dann schmeiße ich mich mal wieder ins Auto und cruisen zum nächsten Spot. Nächste Stelle erreicht. So, meine neue Route habe ich ja beim letzten Mal eingeweiht. Heute wird es Zeit, meinen neuen Kescher einzuweihen. So, da ich noch zwei, drei Spots vor mir habe, werde ich auf jeden Fall nur kurz hier angeln.
rein in die Karre, ab zum nächsten Spot, weitermachen. Auf dem Weg zum nächsten Spot habe ich hier nochmal den hier gesehen, kurz angehalten, 3-4 Auswürfe und weiter. Nee, komm, wir fahren weiter. Da sind wir auch schon. Aussteigen, angeln. Weiter geht die Show. Ich probiere mein Glück wieder hinter der Fischtreppe. Ja, die Fische wollen heute nicht so ganz, auch nicht beim Baumhaus. Und dann geht's auch gleich schon wieder zum nächsten Spot. Boah, Jungs, hier geht ja gar nichts. Puh, hier ist ja auch komplett tote Hose. Ab ins Auto, weiter geht's. Speedtour. Ich muss mir das irgendwie mit dem Fisch belohnen, wenn ich mir so einen Aufwand mache, der trotzdem Spaß macht. Auf zum nächsten Spot. Wetter spielt noch mit, wir sind am Spot angekommen. Sieht gut aus. Die Fischtreppe darf ich nicht beangeln, ist klar. Neuer Spot, neuer Köder. Wir wechseln von Gummifisch auf Hardbait. Ich weiß nicht, nennt man das Jerkbait? Keine Ahnung. Fluorocarbon, let's go. Ja, ich habe immer noch riesen Bock, die Fische nicht. Ja, nochmal kurz die andere Seite abchecken und dann geht's schon wieder weiter. Also dieser Temu-Köder, ne, der läuft. Aber auch der Spot liefert nicht. Wir fahren weiter. Locke vs. Wild von Spot zu Spot. Oh mein Gott, ey. Ey, das wird immer schlimmer hier. Meine Güte, ist das übel. Ich bin gleich auch schon da. Da sind wir auch schon angekommen. Der Spot ist bekannt, deswegen werde ich hier nur die Kamera aufbauen, nicht großartig Würfe filmen oder so. Den checken wir auch mal aus. Den hier hauen wir auch mal raus. Zum Schluss gibt es noch den auf diesem Spot und dann wechseln wir wieder. Auch der Spot liefert nicht. Ich habe noch was in petto. So, ihr Lieben, hier habe ich noch einen. Auch hier soll es nicht sein. Es soll einfach nicht sein heute. Es soll nicht sein. Hier gibt es auch nichts zu holen.
Ja, langsam verzweifle ich. Es gibt noch eine allerletzte Chance. Mach da meinen Endspurt. Und wenn die nicht geht, dann ist für heute Ende. Angekommen am letzten Spot. Letzter Spot, letzte Chance. Ich hoffe, es klingelt so sehr. Die Sonne geht langsam unter. Seit 6 Uhr unterwegs. Wir haben 17.30 Uhr. Was bin ich heute runtermarschiert? Gar kein einziger Erfolg und ich bin immer noch am Angeln. Meine Fresse, ey. Zwölf Stunden sind voll. Heute ist gut gewesen. Und mit diesem schönen Sonnenuntergang werde ich jetzt meine letzten Würfe machen und dann verabschiede ich mich. Musik